Das Band, das Sie hören, ist außergewöhnlich. Es wird Ihnen helfen, Ihr Gedächtnis zu verbessern. Mein Name ist Dr. Hans Grön. Für manche bedeutet ein gutes Gedächtnis, dass man sich jederzeit an möglichst viele Informationen erinnern kann. Menschen, die diese Fähigkeit in hohem Maße haben, werden oft bewundert und allein deswegen manchmal sogar für intelligent gehalten. Das kann ein Irrtum sein. Wer sich unzählige Fakten, Namen, Zahlen und Gesichter für lange Zeit merken kann, hat, außer der Fähigkeit, Informationen zu speichern, noch nichts bewiesen. Intelligenz erfordert ganz andere, zusätzliche Qualitäten. Damit sind wir an einem ersten wichtigen Punkt angelangt. Es sollte Ihnen nicht darum gehen, sich jederzeit an unendlich viele Informationen erinnern zu können, seien sie wichtig oder nicht. Entscheidend ist vielmehr, dass Sie über ein vernünftiges Reservoir an jederzeit abrufbaren Informationen verfügen. Und zwar auf den Gebieten, die allgemein von Bedeutung sind, sowie auf denen Ihrer persönlichen und beruflichen Interessen. Denn bei der heutigen gewaltigen Informationsflut, die jeden Tag auf uns einstürzt, ist die Auswahl der Informationen, die wir in unser Gedächtnis aufnehmen, ebenso wichtig wie ein gutes Gedächtnis selbst. Konzentrieren Sie Ihre Energie also auf die Fakten und Zahlen, die wirklich für Sie wichtig sind. Belasten Sie sich und Ihr Gedächtnis nicht mit Unnötigem. Sie müssen sich nicht an die Telefonnummern all Ihrer Freunde und Geschäftspartner erinnern. Dafür haben Sie Ihr Telefonbuch. Sie müssen auch nicht die 23 Dinge im Kopf haben, die Sie morgen im Supermarkt einkaufen wollen. Dafür haben Sie Ihre Einkaufsliste. Entlasten Sie sich und ziehen Sie auf geschickte Weise Hilfsmittel heran. Ebenso wichtig wie die Informationsspeicherung ist auch die Fähigkeit des Gehirns, Informationen wieder vergessen zu können. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten noch alles, was Sie jemals gehört und gelesen haben. Die Masse dieser Informationen würde Sie derart verwirren, dass Sie nicht vernünftig damit umgehen könnten. Durch das Vergessen sorgt Ihr Gehirn also für eine sinnvolle Ordnung. So werden Sie vor einer inneren Informationsüberschwemmung geschützt. Seien Sie also froh, dass Sie auch Dinge vergessen können.